Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Kollektion von Watchfaces. Der Kollektion Galaxy Time von Samsung, die eigentlich am 31. März veröffentlicht werden sollten, aber erst seit dem 1. April zur Verfügung stehen, und das ist kein verspäteter April-Scherz. Die Kollektion nennt sich Galaxy Time, ist umsonst, wie immer getestet auf der Galaxy Watch 5. Man liest teilweise, dass es für alle Wear OS-Uhren gilt oder verfügbar ist. Teilweise las man, dass es nur für die Galaxy 6 und 6 Classic zur Verfügung steht. Bei mir ist es lustigerweise so, ich konnte es auf der Pixel Watch installieren, ich konnte es auf der Galaxy Watch 5 installieren. Es wird aber angezeigt, für die Galaxy Watch 4 steht es nicht zur Verfügung. Warum auch immer, bei anderen Leuten geht es bei der Galaxy Watch 4. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, auf der Galaxy Watch 5, die aktuelle Versionsnummer ist die 0.32 RC Release Candidate wahrscheinlich. 7 MB groß, wobei ich 4 MB runtergeladen habe, im Play Store gesehen, auf der Uhr. Und ich lese einfach mal kurz die Beschreibung vor. Das erste Watchface, eigentlich sind es mehrere Watchfaces, für unser Sonnensystem, entwickelt im Rahmen einer Kooperation zwischen Samsung und der European Space Agency, der ESA. Dabei wurde eine neue planetare Zeitrechnung definiert, die es so noch nicht gab. Lass dir die Uhrzeit aller 8 Planeten direkt auf deinem Handgelenk anzeigen und entwickle so ein Gefühl für die Besonderheiten unserer Nachbarplaneten. Denn ein Tag auf der Venus dauert zum Beispiel 243 Erdtage, ein Tag auf dem Jupiter dagegen nur knapp 10 Erdstunden. Entdecke Features, die nicht von dieser Welt sind, die Anzahl der Monde, Entfernungsangaben zur Sonne sowie weitere Detailinformationen. Ihr könnt verschiedene Planeten auswählen, ne? Venus, Jupiter, Mars, Merkur, Erde auch. Je nachdem ist der Hintergrund des Watchfaces auch unterschiedlich gefärbt. Mars natürlich rot und die Erde ist blau und so weiter und so fort. Wenn man dann das Watchface hat, dann sieht man unten die aktuelle Zeit, darüber dann die Venuszeit, dann sieht man, wie weit den Radius des Planeten, man sieht, wie weit es von der Erde entfernt ist, man sieht Daten über den Planeten. Wenn man rauftappt auf das Watchface, kriegt man noch mehr Infos über den Planeten. Und wenn man nochmal rauftappt oder auch manchmal nur einmal rauftappt, irgendwie spinnt die aktuelle Version noch ein bisschen. Jedenfalls ist das so mein Gefühl. Ist es ganz cool, dann kommt ihr in so eine Art Kompassansicht, und wenn ihr dann die Uhr hin und her bewegt, dann seht ihr im Prinzip, wo der Planet gerade ist, und dann kann man ihn so ein bisschen orten. Das ist ganz cool gemacht. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Galaxy Watch 6 und 6 Classic deutlich, deutlich schneller ist als die Galaxy Watch 5. Ich habe das Gefühl, für diese Watchfaces oder das eine Watchface mit verschiedenen, was ich gesagt habe, für die verschiedenen Planeten, ich habe das Gefühl, da kann ein bisschen mehr Power nicht schaden, als die Galaxy Watch 5 hat. Es ruckelt jetzt nicht und in der Standardansicht sowieso nicht, aber ich habe das Gefühl, immer so ein paar Gedenksekunden, die nicht sein müssten. Was ein bisschen komisch ist, es wird, wenn ihr das installiert, nicht nur das Watchface installiert, sondern in der App-Übersicht auf der Uhr landet eine App, die Galaxy Time heißt. Wenn ihr darauf tippt, passiert aber nichts. Da hätte ich jetzt gedacht persönlich, dass da noch mehr Infos dann hinterstecken. Tut es nicht. Warum auch immer. Verstehe ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob
das Watchface was ist für den Alltag. Es ist auf jeden Fall sehr cool irgendwie und ja, es ist, nein, ich bleib dabei, es ist einfach sehr cool. Punkt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.